Ja, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Euro Truck Simulator 2. Wir sind unterwegs in, ja, inzwischen in Deutschland. Von Spanien, Saragossa, bis nach Dänemark in Kopenhagen sollen wir diese Rohre bringen. Und wir haben jetzt hier mal an der Tankstelle angehalten. Ich muss nämlich noch tanken. So, können wir nämlich jetzt machen. Und übernachten, ne? 22.46 Uhr ist es. Es wird inzwischen düster. Und dann werden wir mal gucken, dass wir den G-Punkt da wieder finden. Das ist ja immer so ein Elend damit. So, Karre an. Und los geht's. So. Da kann man sehen, wir sind jetzt hier so zwischen Mannheim und Frankfurt. Und haben noch 898 Kilometer. Insgesamt. Ach komm, wo ist denn dieser G-Punkt, wie das ist zum Verrücktwerden, ey. Richtig ätzend. Gibt's doch gar nicht. Steht da einer hinter mir, ganz dicht? Nö, da steht einer. Der kann stehen, bis der Arzt kommt. Das ist mir völlig egal. So. Ja, noch ein. Mach doch mal den G-Punkt, ey. Das kann doch nicht wahr sein. Müsste doch hier. Nichts zu machen. Ja, nu fahr. Komm, ich fahr jetzt noch ein Stück vor. Tschüss, es kommt noch einer an. Kann das vielleicht sein, dass mit diesen überlangen Dingern der G-Punkt grundsätzlich nie getroffen wird, oder was? Das kommt mir fast so vor, ne? Denn ich stelle jetzt den Trailer wieder ab und fahre jetzt ohne Trailer vor und prompt habe ich ihn. Das kann ja wohl kein Zufall sein. War doch beim letzten Mal auch schon so. Ja, ja, erstmal Motor aus. Ja, Motor aus und gute Nacht, Marie. So, 7.52 Uhr, Sonntagmorgen. Heute können wir den ganzen Tag noch durchfahren. Morgen Nachmittag müssen wir abliefern. Na komm, anmachen. So. Schwupps. Und dann sehen wir zu, dass wir weiterkommen. Ja. Also ich habe doch jetzt schwer den Verdacht, dass diese Schwertransporte irgendwie, also diese großen, fahren wir in die Karre, hat er Gott sei Dank, hat er gebremst. Das war jetzt ein bisschen oll, gebe ich ja zu. Aber dass diese großen Trailer es irgendwie verhindern, dass man da diese Parkpunkte findet. Die muss man wohl abkoppeln. So, ich muss gucken, ich muss geradeaus, ich muss garantiert die Spur wechseln, ich sehe das auch schon. Ist auch so geschildert. So, Autobahn, das geht wohl noch ein Stück weiter mit Autobahn und dann werden wir hier auch schön die 90 einloggen. Na, 84 haben wir. So, ein bisschen noch, 86, 87, ja, genau, 90. Und dann können wir vielleicht eine ganze Weile... Oh, da ist ein Flieger gewesen. Schick. Können wir vielleicht ein bisschen entspannt fahren. Ah ja, Frankfurter Flughafen. Ja, sicher. Natürlich. Da sind ja die Rosinenbomber aus Berlin. Und mit dem Denkmal der Luftbrücke da. Ja, ich fahre natürlich. Rechts ist besser. Aber meistens ist das ja so, wenn man hier auf die rechte Spur fährt, dann ist die zu Ende. Wenn man allerdings denkt, ach, ich fahre nicht auf die rechte Spur, weil die ja sowieso gleich zu Ende ist, dann ist die nie zu Ende. Dann geht die noch 100 Kilometer. Was ja in ETS2 auch nicht weit ist. Ja, ja, ich bin noch da am Kassieren, sehe ich gerade. Da kommt noch die Kohle rein. 515 Millionen sind schon auf der Uhr. Nicht schlecht, Herr Specht. Ah ja, ist eine Abfahrt hier. Müssen wir jetzt rüberfahren. Nein, ich bin nicht besoffen, die Schlenker waren, weil ich meine Augen links und rechts und überall hatte. Und dann fahre ich irgendwie immer so komische Schlenker. Noch schlimmer ist es, wenn ich so mache.
meistens. Ja. Dann bin ich auch verdammt gut im Schlenkerfahren. So, wie weit haben wir denn noch? Was steht da? Kassel 197, ist doch schon nichts mehr. Und von Kassel rauf die A7 hoch. Hannover, Hamburg, Kiel, zack, Dänemark. Und Dänemark ist klein. Ach, das wird schon. 837 noch. Ja, sicher. Kriegen wir alles geregelt. Jo, rechte Spur nehmen, wie es das gehört. Okay. Auch geil gemacht hier so mit diesem wandernden Schatten hier auf der Straße und dem Gitter, der sich die Schatten auf der Straße, ist schon toll. Die braunen Schilder da übrigens, die es ja in Real gibt auch, die sind ja nachempfunden, die gucke ich immer gerne. Das ist immer interessant. Ach ja, ein Schild fürs Sauerland. Da denke ich immer an dieses Lied, was ich mal gehört habe. Die süße, süße Sauerländerin. So, ich muss jetzt tatsächlich auch hier ab. Kann ich das so fahren mit 90, dass ich den Tempomat drin lasse? Wenn das eine weite Kurve ist, könnte das machbar sein. Sieht eigentlich ganz gut aus mit der Kurve. Ja. Sollte klappen, ja. Ich die ganze Asphaltbreite nehme und mich an die Linie nicht störe, dann klappt das. Gut. Hurra. Und weiter geht's im Text. Ja. Dänemark, wir bringen dir deine Rohre. Die Dänen sind vielleicht ganz gut und ganz wild drauf, Rohre zu verlegen. Kann ja sein. Ich meine, ich kenne die ja nicht, ne? Warten da schon sehnsüchtig drauf. Sauerländer Autobahn. Und die dicken Wolken wieder am Horizont. Boah, und ich habe gar nichts verändert. Das steht auf immer schön. Also Regenwahrscheinlichkeit 0. Ich hätte doch gerne, aber das predige ich ja schon so lange, die Möglichkeit einzustellen, immer stahlblauer Himmel. Und dann soll auch stahlblauer Himmel sein. Natürlich, das würde ich nicht unbedingt immer einstellen wollen in Deutschland. Aber doch in Afrika. Naja. Und in Spanien auch. Würde ich das meistens so einstellen, dass da immer knallheiß, wie das eben so häufig da ist. Viel Polizei unterwegs, ja. Wieso ist jetzt hier Stau? Hoffentlich bin ich jetzt nicht umsonst in die Eisen gelatscht hier. Was ist los? Na sicher, wir sind in Deutschland, alles ist verstopft und voll. Naja, es geht ja weiter. Ja, wenn du jetzt in die Eisen trittst, dann fahre ich drüber, ehrlich. So ein kleiner Kugel-Porsche da, das ist doch nur ein kleiner Hugel für mich. Jeder Schläfer fährt ein Käfer. Ja. Ui, Formel-1-Auto hier. Ja, sieht so aus. Also ich finde, das ist... Wir haben ja toll gemacht mit den verschiedenen... Also gerade auch da diese Range Rover und so, ganz toll. Aber dann so diese totalen Rennwagen da, finde ich echt daneben. Also die haben doch was Straßenlicht verloren. Das ist doch total unrealistisch. 40, ja gut. Dann 40 ist gut für den achten Gang, ne? Ja. So. Zehnten nehmen. Zweispurig hier. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, mich jetzt hier in der Kurve zu überholen, ne? Weil ich habe nämlich so ein bisschen langes Ding da dran und das kann schon mal sein, dass die andere Fahrspur dadurch ein bisschen eingeklemmt wird. Ne? Sehnenmaß und so Sachen, ja. Ich würde ja rechts fahren, wenn ich nicht dauernd rechts überholt werden würde.
Ja gut, Ambulanz, mach dein Blaulicht an, dann sag ich nix. Verbrecher. Ist doch so. So. Baustelle? Oh nein. Oh nein, so realistisch. Deutschland, deutsche Autobahn. Da sind die Autobahnbaustellen unterbrochen von Stücken, wo keine Autobahn ist. Aber das ist eher die Ausnahme. Wo keine Autobahn ist, habe ich gesagt. Ich meine, wo keine Baustelle ist. Naja. Windig hier, ja. Müsste man hören können. Ne? Hui, hui. Oh, jetzt geht los. Da kommt noch ein Baustellenwarnschild. Wo sind wir? Da ist so ein Turm. Was ist das eigentlich hier? Kassel? Ah, Kassel. Okay. Und da ist ja schon Dortmund. Oh, meine Güte. Sind gut weitergekommen. Oh je, jetzt hier 80 und so. Ah, da hört man den Wind, ne? Finde ich ja geil. So, 60. Und Stau. Und ach, du liebe Kacke. Da ist die Spur zu Ende, ne? Jep. Und der Wind heult. So, jetzt mal gucken, was die Karre hier mit Anstand durch die Baustelle kriegen. Ja, da haben wir das nicht angekratzt. Das ist schon mal gut. So, was haben wir denn hier? 80 dürfen wir. Gut, dann können wir jetzt noch ein bisschen Gas geben hier. Da ist es schon zu Ende, die Baustelle sieht so aus. Also vom Gas 60 auch wieder, ja, ja. Das ist jetzt für mich mit dem langen Ding hier so ein bisschen tricky. Das ist alles kein Problem, wenn... der ist weggeploppt. Um sie Allüren hier. Ist alles kein Problem, wenn auf der Überholspur nicht noch ein anderer ist. Dann kann ich das ein bisschen abscheren mit dem langen Ungetüm da und dann passiert auch nichts. So, wir müssen geradeaus weiter Richtung Hamburg. Genau. Ach, wenn wir Hamburg erstmal haben, sind wir schon bald da. Dann ist das alles nicht mehr so dolle. Ja, geht das jetzt lustig schön weiter, ohne große Sorgen? Boah. Ja, sieht soweit ganz gut aus. Dann können wir die 90 nämlich einloggen. Wenn der da vor uns nicht so lahmarschig rumjuckeln würde hier mit seinem Sportwagen. Komm, sieh zu. So, da haben wir sie eingeloggt, die 90. Magdeburg, ja. Gott. Aber das sieht da vorne so aus, als würde die Autobahn zu Ende sein, oder? Nee, das ist wahrscheinlich, weil die Spuren getrennt sind, oder? Kann ich schwer sehen. Ja. Gucken wir mal ein bisschen so. Ja, da sind nur die Spuren aufgetrennt. Deswegen sieht das so aus. Gut. Also weiter. Oh nee, nicht schon wieder eine Baustelle. Also so was von realistisch. Ist ja schon wieder eine. Ich brech zusammen. Oh, 60 und ich komme hier mit 90 angeschossen, ey. Aber ist wenigstens nicht viel Verkehr hier. Das hat natürlich auch einen Wert, ne? So. Ja, 60 ist erlaubt. Da muss ich jetzt gucken, wie lang geht denn das blöde Baustellending hier. Schön lang. Ah, da hinten hört es auf. Ist ja gar nicht so lang. Oh, ich bin schon auf 70. Das liegt am Gefälle. Liegt nur am Gefälle. Und hier ist die Baustelle auch schon überstanden. Gut. Alles bestens. Ohne irgendwelche Schäden zu vermelden. Nur den 1%. Den habe ich mir ja geholt, als das so eine scharfe Abbiegung war da. Ja. Na gut. Dann
kann ich ja gucken, dass ich vielleicht die 90 wieder einlogge. Geht es denn schön weiter? Ja, sieht gut aus. Ordentlich Kilometer fressen. Das war das Ding auch ordentlich zum Abschluss bringen. Und dann freue ich mich schon, wenn wir denn da ankommen in Kopenhagen. Dann gibt es auf jeden Fall eine Afrika-Tour. Und wenn ich da keine kriege, dann gucke ich eben nach Hause. Das mache ich dann wahrscheinlich sowieso nach Kiel. Und da nehme ich dann einen, den Renault. Ohne Navi, der hat ja keinen, ne? Und sonst nehme ich mir einen anderen, einen ohne Navi. Und dann suchen wir uns eine schöne, weite Afrika-Tour und dann fahre ich die ohne Navi. Das kommt als nächstes. Hatte ich ja auch hoch und eilig versprochen, mache ich auch. So, 96 schon drauf, ganz schön flott. Dachte denn hier, Hamburg, 202, okay. So, so ein Tacho im Auge behalten, geht so ein bisschen abschüssig hier, deswegen hält er die Geschwindigkeit, obwohl ich kein Gas gebe, da 90 einloggen. Die soll er halten. Gott. Haben wir ja gleich schon Hannover. Das ist doch prima. So. Ich glaube mal, noch vor Hannover sollte ich mal ja hier den Randstreifen bemühen. So. Der ist so ein bisschen eng, meine ich irgendwie. Hoffentlich kriege ich die Kiste da vernünftig draufgestellt. Ohne eine Fahrspur zu blockieren. Oh ja, noch ein bisschen näher können wir kommen. Ein bisschen noch. Ja. Alles noch gut. Wunderbar. Passt. Weil die Zeit ist nämlich abgelaufen. Und ich sag da mal, wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da. Und dann geht's beim nächsten Mal weiter. Und dann dürften wir auch so allmählich in die Nähe unseres Ziels kommen, nicht wahr? Ich sag da mal, bis dann, bye bye und tschüssi!